Das Thema Status 2 lässt uns nicht los, aber es ist Licht am Horizont. Letzte Woche haben wir den Import von Status 2 Werken wie folgt verbessert. Zwei Wege sind zu unterscheiden. Einmal die Anmeldung über ALF, natürlich der bevorzugte Weg, und zweitens der Import als XML oder IVA XML Datei, wobei es nicht oder heißen muss, sondern und, immer und XML und IVA XML. Bei OVW, original verlegten Werken, wenn das Werk noch nicht in ALF ist, dann werden die von der GEMA gemeldeten Anteile als Rollenanteile in ALF gespeichert und unsinnige Werkanteile, die vielleicht Eingang in ALF gefunden haben, werden gelöscht. Unsinnig bedeutet in der Summe mehr als 100% oder 0%. Bei SVW-subverlegten Werken werden die Anteile als Werkanteile gespeichert bzw. überschrieben. Wohlgemerkt, all dies bezieht sich nur auf Status 2 Werke. Die Erkennung von Status 2 Werken gibt es in ALF erst seit kurzem, daher werden einige eurer Werke in ALF als ausregistriert gekennzeichnet sein, die tatsächlich bei der GEMA noch den Status 2 haben. Diese bitte neu nach ALF importieren und somit aktualisieren. Eine andere Erkennung, die erst seit neuestem eingebaut ist, ist die Erkennung von subverlegten Werken, die nicht aus ALF heraus angemeldet wurden. Auch hier werden zahlreiche eurer Werke als original verlegte Werke in ALF gekennzeichnet, obwohl sie eigentlich subverlegtes Repertoire darstellen. Hier haben wir Abhilfe geschaffen. Ihr könnt, wenn ihr in einem Vertrag, Verlagsvertrag der Vertragsart Subverlag Lizenzgeber seid, das heißt, ihr seid Subverleger für einen ausländischen Originalverlag, im Reiter Werke, ihr seht hier, da fehlt ein Button, den wir jetzt hervorzaubern werden, indem wir die Vertragsart ändern. Alle Werke auf Typ SVW setzen. Ihr könnt also alle Werke, die an diesem Vertrag hängen, automatisch auf einen Schlag, egal ob das 10 oder 2000 sind, auf den Typ subverlegtes Werk setzen und damit die Datenqualität in ALF verbessern. Was uns bislang in den GEMA-Werkdaten noch nicht untergekommen war, waren komplett leere Anteilsknoten. Auch damit kann ALF jetzt umgehen. Für unsere geschätzten Label, die zum Teil meinen könnten, wir hätten sie vergessen, nicht ganz. Auch hier passiert einiges im Hintergrund, aber ich gebe zu, in den wöchentlichen Zusammenfassungen haben die Verlage eindeutig Überhand. Wir haben einen neuen Importer für Fuga, einem holländischen Aggregator. Hier, den haben wir auch kürzlich erweitert, um VÖ-Titel und Shop-Info-Informationen. Ein Hinweis zwischendurch auf der Verlagsseite, wenn es um Fehlerlisten geht. Einige von euch haben sich gewundert, warum ist denn ALF jetzt so streng und macht meine Fehlerliste wieder voll? Die war doch schon bereinigt, weil ALF jetzt Werkanteile prüft, ob die im Groben überhaupt Sinn machen. Das hat zu Fehlern vom Typ F018, F019 geführt. Wir haben das etwas jetzt abgemildert, indem wir Ghost-Werke aus dieser Prüfung herausgenommen haben. Aktualisiert also bitte eure Fehlerlisten und überprüft das mal, die müssten sich massiv gekürzt haben. Und zu guter Letzt ein Hinweis aus aktuellem Anlass, weil wir in letzter Zeit beim Thema Warenwirtschaft und Rechnungsnummern zugegen waren, und zwar zur Frage, ob fortlaufende Rechnungsnummern eigentlich erforderlich sind. Ich schau mal, wo der Artikel ist. Hier ist er. Wir haben also dazu recherchiert, einen Artikel verfasst, und tatsächlich ist so, fortlaufende Rechnungsnummer, obwohl das immer wieder kolportiert wird, sind nicht erforderlich, sind nicht zwingend. Ganz im Gegenteil, es wird explizit von der Oberfinanzdirektion genauso wie vom Bundesfinanzministerium gesagt, Rechnungsnummern müssen nicht fortlaufend sein. Es reicht völlig, wenn sie einmalig sind und nicht doppelt verwendet wurden. Damit eine schöne Woche und viel Spaß auf dem Reeperbahn-Festival.